Die Kripo Stuttgart hat seit über 3 Jahren einen solchen Fall auf dem Tisch, den Mord an einem 9-jährigen Mädchen. In den 3 Jahren haben die Ermittlungen praktisch nie stillgestanden, bis sie schließlich so weit gediehen waren, dass die Kripo sich heute an Sie, meine Damen und Herren, die Zuschauer von XY, wenden kann. Stuttgart, 17. Juli 1985. Nein, eins von denen daneben. Ein Mantelhörnchen? Ja. Macht 1,60. Stimmt's genau. Ade. Ade, dankeschön. Die 9-jährige Schülerin Christina Segers wohnt im Stuttgarter Westen. Sie kauft sich an diesem Tag ein Stück Gebäck, bevor sie nach Hause geht. An einer Straßenkreuzung wird sie von einem fremden Mann angesprochen. Eine kleine Szene, die später Bedeutung erhalten wird. Wichtig ist der Zeitpunkt, 17.45 Uhr. Hey du, warte mal. Ja, was ist denn? Ich bin der Dr. Braun. Kannst du mir den Weg zum Westbauhof zeigen? Nein, ich muss heim, mein Mama schimpft da nicht. Du brauchst bloß 10 Minuten ganz Auto dabei. Du musst Medikamente auf den Bauhof bringen. Ich geb dir 10 Mark, wenn mir hilfst. Ganz geschafft. Krieg ich ein Limo? Ich hab so einen Durst. Ja, ja. Was ist denn? Bist du denn so grand? Ja, ganz schnell. Warum denn? Ja, hat mich einer festgehalten. Wollte mir 10 Mark geben, wenn ich mitgehe. Langsam, du verschluckst dich ja noch. Er hat gesagt, dass er der Dr. Braun ist. Dabei war er es gar nicht. Ich kenne ihn doch. Wie, unser Dr. Braun? Der Kinderarzt? Ja, der hat aber ganz anders ausgesehen. Und ich habe gleich gemerkt, dass der lügt. Also jetzt erzähl Christinas mal. Mutter nimmt die Sache zunächst nicht übermäßig ernst. Erst am nächsten Tag wird sie von der Polizei erfahren, dass ihr Kind, dank der schnellen Reaktion, wahrscheinlich einem schlimmen Schicksal entgangen ist. Einfach fest. Einem Schicksal, das keine Stunde später ein anderes Mädchen treffen wird. Sabine Hammerich, ebenfalls 9 Jahre alt, eine gute Schülerin, aufgeweckt und beliebt. Ihr Vater ist Polizeihauptmeister. Um 19 Uhr beginnt an diesem Tag sein Nachtdienst. Ich mach dir mal der Essen fertig. Okay, sag's mal Bescheid. Nachdem kurz vor 18 Uhr der Versuch, die kleine Christina zu entführen, gescheitert war, streift der Fremde vermutlich weiter durch die Straßen im Westen der Stadt. Der Unbekannte, der sich des Namens eines existierenden Kinderarztes bedient hat, ist, nach später gewonnenen Zeugenaussagen, etwa 40 Jahre alt, spricht schwäbischen Dialekt und benutzt einen hellgrauen VW-Bus mit Pforzheimer Kennzeichen. Willst du Leberwurst drauf? Oh, lieber die Salami. Und nur Euter, bitte. Stückle Obst vielleicht noch. Wie ist's? Willst du nicht doch ein Brot essen? Nein, kein Hunger. Weil du vorher noch das Eis geschleckt hast. Oh je, jetzt muss ich eine Zigarette holen vom Dienst. Kann ich doch machen, Papa. Der Laden von heute zu, heute ist Mittwoch. Kannst du mir doch Markstücke geben? Das sind doch Automate. Rothändle. Weiß ich doch, Papa. Ein alltäglicher, ein flüchtiger Moment. Und doch ein Abschied für immer. Sabine Hammerich wird nicht zurückkehren. Es ist gegen 18.30 Uhr, als das Kind die elterliche Wohnung verlässt. Bis zu dem Tabakladen sind es nur 50 Meter. Auf dem kurzen Weg dorthin wird das Mädchen noch von 2 Nachbarinnen gesehen.
Unmittelbar danach muss es zur Begegnung mit ihrem Mörder gekommen sein. Vermutlich demselben Mann, der vorher, nur wenige hundert Meter entfernt, versucht hat, die gleichaltrige Christina in sein Auto zu locken. Im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug kommt es 15 Kilometer weiter westlich in Leonberg zu einer recht eigenartigen Zeugenbeobachtung, die ebenfalls von einem Fenster aus gemacht wird. Jetzt gucken wir mal, wann Mama und Papa kommen. Das sind denn auch die ganze Auto. So, das ist für mich und das ist für die. Rauf mit dir! So. Das sieht schon schöner blauer. Was ist das für einer? Das ist ein Mercedes, den kennst du doch schon. Da, Papa sein Auto. Richtig, aber da sitzt ja ein anderer Mann drin. Siehst du das? Dann kommt dann jetzt der Papa. Kann nicht mehr lang dauern. Da kommt schon der Bus. Da steigt jetzt Leid aus. Diese Beobachtung kann später exakt festgelegt werden. Laut Fahrplan hält der Linienbus an dieser Haltestelle um 19.16 Uhr. Oma Schulz, die auf ihren Enkel aufpasst, sieht, dass dahinter ein hellgrauer VW-Bus anhalten muss. In diesem Fahrzeug entdeckt sie hinter der Fahrerbank den unbekleideten Körper eines Kindes. Auch an die Anfangsbuchstaben des Autokennzeichens erinnert sie sich später. PF für Pforzheim. Nachdem Sabine nicht gleich zurückgekommen war, ist Otto Hammerich ohne die Zigaretten zum Dienst gefahren. Die Eltern hatten zunächst angenommen, dass ihre Tochter unterwegs einer Freundin begegnet war. Ja, haben Sie schon mit Ihrer Versicherung gesprochen? Ja, sowieso. Die haben doch gesagt, ich soll eine Anzeige machen. Also, ich bin echt glade. Revier Mönchhalterstraße, Hölzle. Ach, Frau Hammerich, Moment mal, er kommt gleich. Du Otto, das ist für die, deine Frau. Moment bitte, ich bin gleich wieder zurück. Ah ja, gut. Ja? Was? Immer nicht. Es ist 7:30 Uhr. Ebe, ich mache mir jetzt wirklich Sorge. Da habe ich auch schon angerufen. Nix. Und außerdem hätte sie sich von dort gemeldet. Du, ich habe schreckliche Angst. Die Angst der Eltern wurde mit jeder Stunde größer, verständlicherweise. Die Polizei versuchte alles, um das vermisste Kind zu finden. Lautsprechereinsätze, Gebäudedurchsuchungen, Einsatz von Hundestaffeln, Tauchern. Ganze Hundertschaften von Bereitschaft, Schutz und Kriminalpolizei waren im Einsatz. Unterstützt von Bahnpolizei, dem Roten Kreuz und einer sehr hilfsbereiten Bevölkerung. Alles ohne Ergebnis. In den folgenden Wochen und Monaten verlagerte sich die Arbeit der Sonderkommission auf die stille und langwierige Ermittlung. Personen- und Fahrzeugüberprüfungen. Allein im Raum Pforzheim 1700 VW-Busse. Jede Spur wurde verfolgt, auch die kleinste. 17 Monate vergingen und damit die Hoffnung, Sabine Hammerich noch lebend zu finden. Dann der 29. Dezember 1986. Eine Treibjagd in einem Waldgebiet bei Pommersfelden in Franken. Rund 200 Kilometer von Stuttgart entfernt. Ich habe vielleicht gestern auch noch ein Ding erlebt. So? War verdammt glatt. Kaum bin ich losgefahren, hab ich den Kahn in den Kram gesetzt. Im Ernst? Wenn die zwei junge Burschen kommen wären, dann wäre ich da nicht rausgekommen. Na, siehste, wenn die Not am größten, die halbe immer mehr nach drüben. Okay. Mich. Ja, was gibt's denn? Geh mal her! Schnell! Was ist denn los? Schau dir mal das an. Oh Gott, das ist ja von einem Menschen. Das ist doch kein Zweifel, du. Und, was machen wir jetzt? Da muss die Polizei her. Ja,
Ja, aber wie? Du, pass mal auf, ich brech ab. Sag die anderen Bescheid. Wo sind wir denn da eigentlich genau, damit ich das wiederfinde, du? Da ist ein Straßenschild. Ah, gut. Da kann ich denen dann die Position genau beschreiben. Bei dem Fund in der Nähe von Pommersfelden handelt es sich tatsächlich um die sterblichen Überreste eines Menschen. Die Identifizierung der oder des Toten, nicht einmal das konnte man genau sagen, erwies sich dann aber als besonders schwierig, sodass erneut Monate ins Land ging. Erst nach langwierigen Untersuchungen an mehreren gerichtsmedizinischen Instituten ergab sich schließlich eine Verbindung zur Kripo in Stuttgart, wo Josef Kögel immer noch an dem Fall Hammerich arbeitete. Er ist heute hier bei uns im Studio. Die Universität Ulm lieferte uns im Juli 1988 dann die endgültige Bestätigung, dass im Wald bei Pommersfelden die sterblichen Überreste von Sabine Hammerich gefunden worden waren. Die Kleidung, die das Kind anhatte, ist übrigens heute verschwunden. Wahrscheinlich hat sie der Täter zunächst mitgenommen und sie später eventuell weggeworfen. Vielleicht ist er dabei irgendwo aufgefallen. Sabine trug ein gelbes Polokleid mit weißen Querstreifen, an Hals und Armen weiß eingefasst und weiße Sommerschuhe. Nach den Zeugenaussagen und dem gesamten Ermittlungsergebnis konnten ein Phantombild erstellt und eine Reihe von persönlichen Merkmalen herausgefiltert werden. Danach ist der Täter etwa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 groß und hat mittelbraune, glatte Haare, die er zur Tatzeit nach vorn gekämmt trug. In Stuttgart hatte er eine Sonnenbrille mit dunklen, runden Gläsern auf, Bekleidung, graue Hose, grau- oder braun kariertes Hemd und grellrote Socken. Auffällig auch ein Siegelring mit blauem Stein. Der Mann rauchte damals eine Zigarettensorte mit rot-weißer Packung. Er sprach schwäbischen Dialekt, durfte aber auch Ortskenntnisse im Raum Bamberg besitzen. Vermutlich gibt er sich bei Kindern gern als Arzt aus und benutzt dabei Namen, die er von Praxisschildern in der jeweiligen Gegend abliest. Mit einiger Wahrscheinlichkeit benutzte der Mann zur Tatzeit, also im Sommer 1985, einen hellgrauen VW-Bus, Baujahr ca. 1983. Außer der Fahrerbank waren in dem Bus keine weiteren Sitze. Vor der Heckklappe stand ein naturfarbenes Schränkchen. Frage: Wer kann zu den persönlichen Merkmalen des Tatverdächtigen oder zu dem VW-Bus Hinweise geben? Vielleicht hat ja auch jemand Beobachtungen an der Fundstelle bei Pommersfelden gemacht. Die sterblichen Überreste des Kindes wurden in einem Waldstück unmittelbar am Rande der Staatsstraße 2205 gefunden, zwischen Pommersfelden und Höchstadt, etwa 1,5 Kilometer nördlich der Autobahnausfahrt Bamberg. In unmittelbarer Nähe der Fundstelle befindet sich das Hinweisschild Höchstadt Burgebrach. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, sind Belohnungen von insgesamt 11.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Landespolizeidirektion Stuttgart 2. Vielen Dank, Herr Kögel.